Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Lidl hat mal wieder smarte Zigbee-Beleuchtung im Sortiment, darunter diesmal auch eine Lightbar und auch hier eine Philips Hue Go Alternative. Vielleicht, was diese Produkte können und ob sie Alternativen zu den teuren Philips Hue Produkten sind, das finden wir hier zusammen raus. Bevor es losgeht, möchte ich mich gerne bei Lidl bedanken. Die haben mir nämlich hier diese beiden Leuchten für das Video zur Verfügung gestellt. Wir wollen uns in diesem Video natürlich als allererstes angucken, wie ist hier die Verarbeitungsqualität von eben diesen beiden Leuchten, weil sie sind ja nun deutlich günstiger als halt eben die Produkte von Philips Hue und wollen uns natürlich auch die Leuchtkraft anschauen. Das Ganze natürlich im Vergleich, wie einfach funktioniert das mit der Einrichtung. Man kann das Ganze natürlich an die Philips Hue Bridge anlernen und auch mit einem Echo-Gerät mit integriertem Zigbee-Hub. Auch das funktioniert. Hier werde ich das eben mit der Philips Hue-App zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ja, und wir machen natürlich halt hier auch mal einen direkten Leuchtvergleich, um dann im Endeffekt natürlich herauszufinden, sind die günstigeren Lampen eine richtige Alternative zu den teuren Produkten. Zum Schluss gibt es natürlich ein Fazit und bevor wir jetzt anfangen, nochmal kurz die technischen Daten. Das LED-Stimmungslicht hat eine UVP von 34,99 €. Es hat Maße von 8 x 15 x 18 cm und wiegt 1,1 kg. Die maximale Leuchtkraft liegt bei 400 Lumen. Es kann weißes und auch farbiges Licht wiedergegeben werden. Zudem ist ein Akku verbaut. Die UVP der Lichtleiste liegt bei 24,99 €. Die Maße liegen bei 25,5 x 5,0 x 4,5 cm. Das Gewicht liegt bei 240 Gramm. Die maximale Leuchtkraft ist mit 530 Lumen angegeben. Die Lichtleiste kann auch weißes und farbiges Licht wiedergeben. So, dann fangen wir als allererstes mal an mit der Verarbeitung und Zubehör. Zubehör ist relativ einfach. Bei der Lichtleiste hier, da gibt es einfach nur ein paar Schrauben, die dabei sind, um das Ganze halt hier hinten an der Wand zu befestigen, wenn man das eben möchte. Und hier bei dem LED-Stimmungslicht ist halt tatsächlich nur das Netzteil dabei, weil man es halt eben per Akku oder eben per Netzteil mit Strom versorgen kann. Dann kommen wir mal zu der Verarbeitungsqualität. Die Lichtleiste selber hier, die ist extrem leicht, ja, ist aus Plastik. Die wirkt jetzt, sage ich mal, auf den ersten Blick nicht besonders hochwertig, kostet aber halt nur 25 Euro. Hier vorne halt eben hinter befinden sich die LEDs. An der Unterseite habt ihr generell so ein paar technische Daten und der Hersteller, der in dem Fall Brilona Leuchten GmbH aus Brilon ist. Ja, habe ich noch nie gehört. Auf der Rückseite habt ihr hier halt die Möglichkeit, das Ganze per Schrauben an die Wand zu bringen. Netzteil geht halt hier rein. Das Stromkabel ist 1,5 Meter lang. Gar nicht wahr, 1,5 Meter ist es hier bei der LED-Lichtleiste, bei dem Stimmungslicht. Und hier ist an dem Netzteil auch noch ein Schalter dran, um das halt hier eben auch manuell ein- und auszuschalten. Nehmen wir in dem Fall hier einfach nochmal für den direkten Vergleich eine Philips Hue Play Lightbar. Ihr seht, dass die von der Länge her ungefähr gleich sind. Hier ist es halt eckig, da ist es rund. Also ja, einen Standfuß gibt es ja hier, den man hier immer auf diese oder auf die Unterseite anschrauben kann. Das gibt es halt hier nicht. Ja, hier wirkt das Ganze schon deutlich hochwertiger und auch viel schwerer. Kostet aber natürlich auch eine ganze Ecke mehr. Dann kommen wir mal zu diesem LED-Stimmungslicht und das macht jetzt auf den ersten Eindruck, also einen wirklich sehr hochwertigen, guten Eindruck. Es ist richtig schwer, wiegt 1,1 Kilo. Ja, ist der Philips Hue Go natürlich von der Verarbeitung schon relativ ähnlich, nur dass es halt eben rechteckig ist und nicht rund. Kann halt auch so hingestellt werden, dass es halt so schräg hier steht. Hier auf der Rückseite habt ihr da halt dementsprechend diese Standfüße. Hier wird Strom angeschlossen und hier habt ihr halt einen Ein-Ausschalter. Der Unterschied ist halt hier zu der Hue Go. Da gibt es ja auch diesen Ein-Ausschalter und damit kann man aber gleichzeitig die verschiedenen Zähnen durchschalten. Das kann man hier bei dem Lidl-Produkt eben gar nicht. Da kann man eben ein- und ausschalten und ja, Zähnen durchschalten geht dann halt eben nur über die App. Also generell erstmal so hier der erste Eindruck, ohne dass man jetzt hier in irgendeiner Form die Leuchtkraft verglichen hat, ist hier wirklich deutlich positiv. Für die Verbindung gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das Lidl eigene Livano Lux diesen Zigbee Hub zu nutzen. Ich verbinde das hier aber alles mit meiner Philips Hue Bridge, aber einfach, dass ihr das wisst, man kann das einfach auch über die
eigene Bridge laufen lassen. Okay, so viel zu dem Ersteindruck und ich denke, dann mache ich jetzt hier mal ein bisschen den Raum dunkler und dann schauen wir uns einfach auch mal an, wie die Leuchtkraft sich hier darstellt. So, jetzt habe ich den Raum abgedunkelt, damit ihr hier die Leuchtkraft besser sehen könnt und ich blende euch gleichzeitig hier die Philips Hue App ein, damit ihr auch seht, was ich hier gemacht habe. Die Einrichtung funktionierte wirklich sehr einfach, so wie ich das von diesen von den Lidl Produkten gewohnt bin. Die anderen, die ich in dem ersten Video gemacht habe, ließen sich ja genauso einfach in die App einbinden. Hier war es tatsächlich so, einschalten, in der App hier nach neuen Lampen suchen, wurden sofort gefunden, können dann auch direkt per Sprache mit Echo-Geräten gesteuert werden, also das funktioniert sehr einfach. Dann könnt ihr jetzt halt hier eben sehen, ich habe die beiden mal so gruppiert, dass halt die beiden Lightbars und auch die beiden hier akkubetriebenen Geräte hier die gleiche Farbe darstellen sollen, sind jetzt auf 50% hier eingestellt. Und jetzt fangen wir einfach mal hier mit den beiden an, kommen hier mal ein bisschen rüber, gehen wir mal auf 100%, so. 100% bei beiden und jetzt grün. Und ich finde schon hier sieht man, dass die YouGo hier deutlich kräftiger ist. Hier ist es halt so, dass dieses Produkt von Lidl halt hier außenrum anscheinend ein wenig verliert, was dann halt wahrscheinlich einfach daran liegt, dass hier halt dieses LED-Modul hier so in der Mitte sitzt und halt ja, dementsprechend nach außen hin nicht ganz so viel hergibt. Ich denke mal, wenn man das irgendwo hinstellt, im Wohnzimmer irgendwo hinter eine Pflanze oder so zum Beleuchten, dann sieht das schon schick aus. Aber einfach für den direkten Vergleich sieht man hier einen Unterschied. Jetzt gehe ich hier einfach mal ein paar Farben durch, dass ihr da den Unterschied sehen könnt. Hier hoch zu Rot. Gehen wir mal rüber zu Lila. Blau. Rüber zu Hellblau. Und dann schauen wir natürlich auch nochmal Kaltweiß und hoch zu Warmweiß. Kalt und Warmweiß, das kann hier wirklich sehr gut dargestellt werden. Zwar sieht man auch hier einen Unterschied, aber ich finde, das ist halt, weil der Preis natürlich auch deutlich günstiger ist als eben so eine Philips Hue Go, denke ich mal, finde ich das wirklich schon in Ordnung. So, dann nehmen wir die zur Seite, schauen uns auch nochmal eben die Lightbars an. Ich finde auch bei den Lightbars kann man halt hier schon alleine beim Schein auf dem Tisch kann man hier sehen, dass die Leuchtkraft bei der Philips Hue Play Lightbar hier ein ganzes Stück kräftiger ist. Aber auch hier gehen wir mal die Farben durch. Gehen wir mal rüber zu Grün. Ja, also es ist, wenn man einfach so drauf guckt, ist das hier ein sehr sattes Grün und hier ist es halt etwas blass, aber kostet halt auch nur 25 Euro, also ein ganzes Stück weniger. Dann gehen wir so mal rum. Die Leuchtkraft ist ja hier bei beiden tatsächlich gleich angegeben mit 530 Lumen. Aber ja, hier sieht man tatsächlich einen ordentlichen Unterschied. Gehen wir nochmal hier rüber zu Rot und Lila und hier unten wieder zu Blau und auch hier mal Kalt- und Warmweiß angeschaut. So, jetzt haben wir sie alle gruppiert. Schauen wir nochmal, wie das mit dem Dimmen aussieht. Gehen wir mal ganz langsam runter von 100% bis zu 1%, dass man sieht, wie smooth das hier dimmen kann oder auch eben nicht. Jetzt sind wir hier bei 1% bei allen Leuchten. Bei 1% sieht man, 1% haben die Lidl-Leuchten hier deutlich noch eine hellere Leuchtkraft als eben die Philips Hue-Produkte. Ja, okay. Ich denke mal, die Leuchtkraft ist jetzt hier schon rübergekommen und man hat gesehen, was hier funktioniert. Wichtig ist noch zu wissen, dass wenn ihr das Ganze in die Philips Hue App einbindet mit der Hue Bridge zusammen, dass ihr wisst, dass ihr die Lidl-Produkte nicht in HomeKit nutzen könnt und auch die Entertainment-Bereiche in der Philips Hue App, die stehen euch nur zur Verfügung, wenn ihr da die original Philips Hue-Produkte sucht, nutzt. Wenn ihr da irgendwas mitmachen wollt, HomeKit oder so, dann könnt ihr die Philips, die Lidl-Leuchten dafür halt eben nicht nutzen. So viel erstmal hier zur Leuchtkraft und dann denke ich, kommen wir auch schon zum Fazit. So, damit kommen wir zum Fazit und auch zur großen Frage, ob das hier eine Alternative darstellt. Für mich, ich würde sagen, jein. Und zwar, das eine ist natürlich der Preis. Und wenn ihr überlegt, dass halt dieses Produkt hier 35 Euro kostet und 25 Euro, das ist schon wirklich günstig. Und dafür bekommt man auch Leuchten, die mit Sicherheit, wenn man sie irgendwo im Raum verteilt, wenn ihr sie als indirekte Beleuchtung hinterm Fernseher, hinter einer Pflanze oder irgendwo nutzen wollt, hinter einem Bildschirm, dann macht das definitiv was her. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass man da dann seine Freude dran hat. Gerade so ein
Produkt, was mit Akku betrieben ist, finde ich halt sehr praktisch. Ihr könnt das halt überall mit rausnehmen, könnt es halt zum Beispiel mit rausnehmen im Sommer auf die Terrasse oder könnt das irgendwo in einen Pflanzenkorb, wollte ich gerade sagen, in so einen Pflanzentopf irgendwie reinstellen. Ist schon schick, aber wenn es halt darum geht, wenn ihr sagt, ihr wollt halt hier wirklich maximale Leuchtkraft und das soll halt richtig extrem hell sein, dann, auch das sieht man jetzt immer noch schon hier, dann ist der Unterschied definitiv gegeben. Also von der Leuchtkraft, von den Farben her, sind die Philips Hue-Produkte schon ein ganzes Stück stärker. Wenn ihr HomeKit nutzen wollt, dann funktioniert das halt eben auch nicht. Dementsprechend denke ich mal, geht hier sehr viel über den Preis. Schön ist, dass sie halt eben so gut kompatibel sind, dass ihr das mit Echo-Geräten, mit Zigbee Hub nutzen könnt und mit der Philips Hue Bridge genauso. Das finde ich natürlich richtig praktisch, das funktioniert einfach und das Ganze natürlich zu einem günstigen Preis. Dementsprechend denke ich mal, muss man einfach wissen, was man ausgeben möchte und was man ansonsten noch für persönliche Anforderungen an diese Produkte hat. Ich hoffe, euch hat das Ganze einen ersten Eindruck von diesen Lidl-Produkten gegeben. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare damit. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe zum Thema smarte Beleuchtung. Schaut da gerne vorbei, da wird sich herstellerübergreifend über alle möglichen Leuchtmittel unterhalten. Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder über ein Abo dieses Kanals. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.